Bitte, Walker, bitte. Sané, Mané, Koulibaly. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Squadbuilder Battle Prime Icon Pirlo Weihnachtsspecial gegen Tizi Schube! Herzlich willkommen! Beste Anmoderation ever! Was geht ab, Jungs? Alles gut, alles gut. Heute an Weihnachten, ne? Sind wir gut gelaunt. Hab extra meinen Pulli ausgepackt. Da haben wir auch schon ein bisschen am Bommel rumgespielt. Finger warm gemacht. Es läuft, ist gut. Und bei euch so? Ja, auch alles super, ne? Heute ist Weihnachten, Leute. Wir haben uns gedacht, wir bieten euch mal ein dickes Special. Ein geiles 2 gegen 2 Squadbuilder Battle. Wir werden gleich beide zu zweit spielen gegen die zwei Jungs um Pirlo. Wir haben natürlich bei den Jungs auch eine Folge aufgenommen als Weihnachtsspecial. Könnt ihr auch danach im Anschluss abchecken. Und ich würde sagen, wir können auch eigentlich direkt reinstarten, oder? Was ja, viel also, wichtiger ist, gell? Habt ihr den Vertrag genau durchgelesen? Es steht auch drin, dass ihr zwei mit einem Controller spielt. Genau. Und wir haben zwei Controller zur Verfügung. Achso, zwei Schwitzer, ein Controller? Genau. Genau. Und ihr müsst oft sage so, Alter, spielen die Teasys krass und genau. Sowas. Also ich hoffe, ihr habt euch den Vertrag richtig durchgelesen. Ne? Haben wir gemacht. Ja, muss auch hier sagen, okay. An die viel FIFA-Community, ja. Frohe Weihnachten hier erstmal rein. Ne? Ich hoffe, ihr kriegt reichlich Geschenke. Ja, lasst, stimmt, es geht ja in ein paar Stunden los, genau, denke ich. Genau, ja. Ne? Ihr lasst hier bei viel FIFA schönen Däumchen noch zu Weihnachten da, ein bisschen Liebe, Freunde. Ja, wie viel Likes schafft man denn heute, Jungs, hier? 100.000 Special. 100.000 zu Weihnachten. 200, wer bietet mehr? 350, aber jetzt Schluss. Wir haben die Formation 4-2-2, was habt ihr, Jungs? Wir spielen die 4-3-3. 4-3-3, dann machen wir und bei Mitte, ne? Und, ja, genau. Stürmer und rechter Flügel und ihr macht bei uns die beiden Stürmer. Okay. Let's go. Ihr könnt zuerst reinhalten, Jungs. Okay, dann halten wir unser professionelles... Unser Glied oder unser... Boah, der Spiegel ist der Alter, ganz krass. So ist perfekt. Kommt auf die Größe an, was ihr zu bieten habt. So, haltet ihr rein, Jungs? Ja, ist drin. Fangen wir an mit unserem rechten Stürmer. Da gehen wir mit einem Italiano. Lorenzo Insigne. Scream! Und daneben haben wir seinen Teamkollegen, die blonde Gris Mertens. Gefährliche Mertens. So, Männers, einmal beide Namen, die ihr genannt habt, hatten wir vorhin noch gesagt, ja? Aber wir haben aufgeschrieben, Balotelli und Mertens könnt ihr rausmachen. Und ich würde auch sagen, direkt Bronzetorwart rein, oder? Was? Aber ey, du kannst mir die Schuld geben, weil du hattest Balotelli und Insigne. Stopp, ich gesagt, du musst Insigne sagen, Bosio war da ja. Und hat gesagt, Balotelli. Wir hätten eigentlich hätte ich Insigne und du Mertens genommen. Scheiß Bosio. Ne? Bosio, du Wichser! Ja. Habt ihr da, geil, das, Alter. Jetzt euer Ernst. Wen habt ihr? Habt ihr Mertens? Mertens, ja. Könnt ihr rausmachen. Prost, geht schon mal gut los, Jungs. Geht schon mal gut los. Wir hätten alles machen können, Alter. Wie geht das denn? Ihr hattet den richtigen Riecher, aber wir snipen euch jetzt beide weg. Wir stellen rein in den Laden. So, hast du mich bereit? Den hier, ne? Ja. So, also. Verkünde du. Vorne drin steht. Ja, hol den anderen noch rein, komm. Okay. Vorne drin steht einmal Rollen Benzabra, Benzema und rechts steht Bale. Ja, da haben wir wohl völlig daneben gegriffen. Da haben wir den guten Rashford und Sterling aufgeschrieben. Yeah. Wir sind mit der ersten Gedanken gegangen, aber dann. Okay, Leute, wir kommen jetzt zu den drei Spielern. Ja, bin mal gespannt, ob wir irgendwas treffen werden. Ey, eieiei. Wir fangen mal mit Ölf an. Soll ich erstmal alles reinstellen? Nee, mach das. Den rein und sag's. Ölf, kurz und knapp, richtig kreativ, Eden Hazard. Dahinter, den haben sie, die Hunde. Dahinter spielen wir den klassischer Afro. Klassischer Axel. Weil wir beim Thema sind, ne? Mit Busch und so. In Witzel, Futmes. Und nebendran spielen wir einen Luka Modric Futmes. Oh! Wir haben keinen. Wir haben einfach keinen. Ah, ja, Hunde, Alter. Ich hab gedacht, die haben alle weggehauen, Alter. Oh Gott. Ey, Jungs, ich hab eine Frage. Wo wollt ihr den Torwart denn haben? Ihr könnt euch, ich hab drei Positionen, wo ihr aussuchen könnt. Natürlich haben die alle drei, ne? Ja. Ey, wir haben alle drei, Jungs, Alter. Schwör auf alles? Ich schwör auf alles. Erste und letzte Aufnahme. Also, Mittelfeld steht auf jeden Fall gut mit Pirlo, ne? Da bin ich mal gespannt, was er drauf hat. Wo wollt ihr den Torwart? Lassen wir euch. Dann könnt ihr frei wählen, wo ihr den Nee, das dürft ihr auch nee, entscheiden, Digga. Wer einen Dreier-Pick raushaut. Ach du Scheiße, Alter. Weil die Jungs, weil wir die so gerne haben, nimm mal linken Flügel. Okay, also dann machen wir erstmal bei euch weiter, weil dann müssen wir nochmal kurz. Ja. So, wir machen dann bei uns weiter. Also, im linken ZOM, da haben wir den guten De Bruyne Toti Nomini. Dann im ZOM, beziehungsweise ZDM meine ich, haben wir links Kanté
Und rechts haben wir Jorginho in Form. Okay. De Bruyne Hammer, Digga. Den könnt ihr auch rausmachen. Der Rest kann bleiben. Kann bleiben. Aber ich Was habt ihr aufgeschrieben? KDB, Allen und Witzel. Wow. Bro, aber die linke Seite ist mit Torwart und Bronze ZM sieht auch ja, nicht was so sollen nice wir aus sagen, Digga? Wir haben nicht mal eine Achse. Ihr habt keinen Achse und keinen Achse-Witzel. Ja. Dann geht's jetzt weiter mit den beiden Außenverteidigern. Genau, let's wir bauen go mal dann um und dann sehen es die Leute auch noch. Ne? Ja. Dann muten wir euch und dann Abfahrt. Das dauert jetzt kurz. Also LF Torwart, ne? Ja, genau. So, Jungs, mal gucken, ob wir heute den Rekord aufstellen mit den meisten Bronzespielern. Halt deine Schnauze. Wir haben auf der linken Verteidigerposition, da sind wir mal vorsichtig gegangen. Ja? Also wir haben keinen Stronglink oder sonst was genommen. Und zwar ging hier mit Digne. Okay. Und auf der rechten Seite wird's ein bisschen gefährlich, denn da haben wir einen Italiano. Und zwar, ja, den besten, Florenzi. Sorry, Timo. Sorry. Ich hab Piccini aufgeschrieben. Ich bin ruhig, Timo. Es ist Weihnachten, ich werde nicht fluchen. Timo, Timo war auch für Florenzi. Sorry, ich werde Timo, ja nicht fluchen, alles gut. Auch Fehler passieren auch an Weihnachten. Kopf hoch, großer. Wo fängt ihr an? Rechts? Ja, rechts. Rechts. Wir haben rechts einer stehen, die Krankheit hat oft Benji, und zwar der Tripper. Und links haben wir einen Mann, der hat wirklich einen schönen Nachnamen, weil hier im Studio hockt auch einer mit dem Nachnamen, nämlich die Schulz. Nein! Oh, ey. Wir haben den anderen Dortmunder, Hakimi, aufgeschrieben. Boah, wir hatten überlegt, ja, zwischen Hakimi und Schulz, aber das ist okay, komm, Schulz. Und dann haben wir noch rechts Odriozola von Real. Okay. Dann geht's jetzt zum großen Phase. Eins muss ich sagen, ne? Ihr habt euch ein schönes Grab geschaufelt, Digga, und die Mitte werden wir euch jetzt wegbomben, ne? Also, es war nicht einfach. Nicht einfach, aber wir kommen zu den letzten wir Positionen, haben eine Richtung, ja. Wir haben eine Richtung, wir haben eine Tendenz. Also, in der linken Innenverteidigerposition, da habt ihr bestimmt einen Franzosen aufgeschrieben. Wir haben eine von der französischen Meister, und zwar Kimpembe. Okay. Rechts daneben haben wir Marquinhos und im Tor haben wir Keylor Navas. Oh, also entweder fuck habt ihr alle oder gar keinen. Oh fuck. Wir haben gesagt, komm, wir schreiben nur Franzosen auf. Ne? Oh fuck. Haben Konaté, Hernandez und Gulashi aufgeschrieben, weil wir dachten, komm, ihr kriegt die Bundesliga, ihr dürft alles behalten dahin. Wir hatten aber tatsächlich noch was, Ding. Ja, shit. Ja, wir haben auch viel überlegt. Habt ihr so Vorahnung, so in welche Richtung es gehen kann? Also, wir haben überlegt, dass ihr uns mit diesem Tripper da in die falsche Fährte locken wollt. Mit irgendwie, keine Ahnung, Smalling und Gomez. Aber jetzt, nee, Smalling und hier Romagnoli oder so. Okay, okay. Erzähl weiter, ja. Wir haben gerade schon erzähl alles reingestellt. Erzähl nichts mehr, die haben fünf Alternativen gleich. Ja, wir werden das schon sehen dann. Ne? Okay, wir gut. Wir fangen im Tor an. Im Tor steht Strakosha. Strakosha! Links steht Juan Jesus und rechts steht Smalling. Nein, habt ihr echt gemacht? Ja. Mann, Alter, ihr geht mit dem Offensichtlichen, ey. Es war viel zu offensichtlich. Wir haben aber noch Gomez aufgeschrieben. Einen Engländer haben wir genommen. Laporte und den Lloris haben wir genommen. Boah, wow, scheiße, ihr hattet die Lösung. Okay, okay. Aber sollen wir wenigstens was jetzt gleich zum Abstoßen, ne? Ja, die Ansage. Komm, ich mach mal die Dinger drauf. Kämpf wie ein Löwe jetzt! Wir brauchen einen zweiten Controller erstmal. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, laden wir uns ein. Das ist auch eine genau, ja. Laden wir euch ein und dann let's go. So, Jungs, erstes Spiel, 2 gegen 2, der Weihnachtsspecial. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Oh nein. So, Bronze okay, gegen Bronze, Action. Oma! Ist der Bronze! Jawohl, oh mein Gott, der kann nicht mal eine Ballrolle! Leg doch ab! Doppel. Ja! Richtig! Hier sieht man schon mal, in welche Richtung das Spiel geht. Da hat Pressing gegeben. Ja! Come on! Schuss! Ja! Nein! Mach ihn doch rein, Mann! Was machst du denn? Ui, Bruder, bist du nervös? Junge, wie eng ist das hier? Was heißt das? Du bist das! Ah, ja? Alter! Spiel! Ja, nein! Und rein! Oh. Ah. Da ist der Pirlo! Oh, nee, das ist Pirlo! Nein, schön! Was? Auf! Nein! Ja! Nein! Wie zur Hölle! Was ist das denn? Erste Chance an so ein Ding! Ganz stark rausgespielt! Ey! Ganz stark! Komm mit! Oh, Schulz, Bruder. Ja, das ist genau so ein brauchen wir. Spiel! Mach ihn! Schieß! Ja! Ja! Schieß. Ja! Abseits! Abseits! Was? Ey, Mann, Alter! Alles gescriptet! Das Bronze, aber du machst das. Nein! Ja, wer war das? Das ist der Torwart, Bro! Das ist halt schon, mies, Alter, ne? Das ist so nervig, Mann. Ich krieg hier zugeben drauf. Und hier. Ah, ja! Junge! Let's go! Aus dem Nichts! Junge! Lorenzo! Fuck, mit dem Arsch hier, Alter. Fuck! Junge, wie eigentlich das bei euch da hinten drin ist! Ich überhole! Ich kann nichts machen. Das ist ein Monster, Alter. Ja! Nein! Ich muss den Torwart mit ab! Ja,
Unser! Gib doch mal jetzt den Ball, du Shit! Nach vorne zu, nach vorne zu! Links, links, links! Ja, links, rechts! Drecks Torhüter da auf der Position! Jawohl! Torwart! Mach ihn! Oh! Hey! Hey! Warum schießt du nicht auf, lange Ecke? Digga, was war das? Und mach was, und zieh ihn. Ich geh dran. Jawohl. Hey, mach alles nur nicht dran! Sag alle, die Drecks Bronze in meiner Mitte. Ey, die sind alle bestimmt so tot, die Bronze-Spieler. Ja. Was? Immer noch gut aus, da. Eieiei, was ein Schwitzer-Game hier. Kick kurz gegen mich, kick mich, kick mich. Oh nein! Wow! Oh, was denn hier? Bruder, was war das denn? Das sind die neuen Ecken, Junge! Oha! Ah, Florenzi! Oh nein! Balotelli! Eckballtor! Let's go! Und wer hat vorhin gesagt, wir sind noch in FIFA 19, Ja! Der Torwart! Torwart! Oh. Nimm ihn doch an! Du hast Zeit! 3 Jahre noch, Brudi! Du kannst mit FIFA 23 noch machen können! Oh nein! Komm, da vorne! Ich kann nichts drücken! Mach hier! Ja. Was ist das? Boah, fuck, egal. Digga, die verlieren und wir sind. Das ist so geil! Ja! Ja, das Problem ist ja. GG, Jungs! Die Mitte ist bei uns tot. Tot, ne? Digga. Es ging nichts. Wir hatten nur einen Mann, Digga. Am Anfang ging er noch Bale über die Außen, ne? Bissl, aber der dann war irgendwann. Ging nichts mehr. Fucking shit, Alter. Geschwitztes Jahrtausends gegen euch gerade. Geiles Game, aber Jungs, hat Bock gemacht, Alter. Junge, Junge. Das ist voll ungewohnt, so 2-2. Ja, man macht das so und spielt sonst nie so. Gut, dann stellt mal um, dann können wir zum Abstoßen. Wir sind ready, wir haben umgestellt. Okay, also. Leute. Ein Pick habt ihr. Ein Pick haben wir, ey. Mama mia. Chance ist 1-10, oder? 1-11, mathematisch gesehen? 1-23. Der einzige ist nur Pirlo, der bei euch was wert ist, ne? Ja. Jetzt nur noch, ja. Also richtig. Der Rest ist ja nur noch mit Pause gefüllt, Digga. Juan Ressource ist auch noch ein bisschen was wert. Benze ist diese Team of the Group Stage Karte, die SBC kriegt man halt auch nicht mehr. Der war aber okay, nicht schlecht, Jungs. Muss man ehrlich sagen. Benze war okay, ne? Okay, Jungs. Wir machen's nicht kurz und schmerzlos. Wir nehmen den linken Verteidiger. Ja! Fuck! Auf LF statt Pirlo! Ja, und hier! Hey! Ich hab's vorne getroffen. Ich hab so nasse Hände! Alter! Ich hab so nasse Hände! Oh mein Gott! Jungs. Oh, klar. Warum sind wir auch links? Geht er nach rechts oder in die Mitte? Ey, Jungs, hat aber mega Bock gemacht. War echt lustig gewesen, ne? War echt eine gute Aufnahme. Ich bin wieder Gold, 3 Spitzer. Auf jeden Fall haben wir natürlich bei den Jungs auch eine Folge aufgenommen. Also ihr habt die Folge jetzt gesehen, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sowas gerne öfter sehen wollt, rasiert auf jeden Fall, schaut bei den Jungs jetzt vorbei, lasst den Abo da, einen Daumen nach oben da und da gibt's halt jetzt vielleicht die Revanche. Genau. Oder auch nicht. Die wird's geben jetzt. Auf die TC Army, die rüberkommt, haut was Geiles in die Kommentare. Lasst Liebe da. Macht einen Daumen nach oben, pusht euch Jungs zu Weihnachten. Genau. Und ja, hat Bock gemacht. Ciao.